Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Es ist wieder mal Winter, das war jetzt auch schon ja ein Weilchen her. Und wir sind hier immer noch in, ja sagen wir so, für die, was trage ich denn so viel bei mir, dass ich bei 132 Kilo bin? Ach so, Gold trage ich so viel. Stimmt, ich wollte auch irgendwas kaufen. Stimmt. Stimmt. Hab total vergessen gehabt. Ja, ihr könnt ja oben rechts sehen, so, das ist jetzt eine komplett andere Uhrzeit. Wir wollten ja irgendwas kaufen, aber was? Das habe ich jetzt total vergessen. Bessere Ausrüstung auf jeden Fall. Weil wir haben... Hoppla. Genau, wir brauchen ein bisschen besseres Adamantium-Schwert am besten. Oder mindestens Mithril. Und da wollten wir schauen, ob wir hier nicht noch irgendwas finden. Das haben die nicht. Aber was wir auch machen können ist, was ich auch mich mal ein bisschen schlau gemacht habe. Hier unten gab es noch eine Stadt, wo man richtig gut einkaufen kann. Dass wir mal dahin gehen. Syncroft, genau. 7.10 Uhr. Perfekt. Hier waren wir ja bisher noch gar nicht. Ah, hier gibt es aber auch eine dunkle Bruderschaft. Nice. In einem anderen Spielstand habe ich das ja entdeckt, wo ich hier immer ein bisschen ausprobiere, teste und so weiter. Und lass mal hier auch nochmal gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwas Gutes, irgendwas, was wir brauchen können. So. Wo sind die Läden jetzt? Da haben wir einen. So, nee, das ist ein Buchladen. Den brauchen wir nicht. Aber hier müsste es ungefähr... Das sind Klamotten. Da. Ich glaube, hier sind die eher ähnlich aufgebaut. Achso, wir müssen erstmal hier... ein bisschen warten. So. Ja, jetzt können wir hier rein. Nice. Wieso haben die eigentlich nur so billiges Zeug? Liegt das tatsächlich an unserem Level hier, dass wir Level 6 sind und noch nicht das gute Zeug kriegen? Die guten Waffen? Muss ich vielleicht dahin gehen? So, Iron. Ja, Dwarven ist schon mittlerweile eher zu billig für das, was wir eigentlich brauchen gegen die Gegner. Warte mal, ich habe eine Sache vergessen. Haben wir eine Quest offen? Ne, wir haben keine Quest offen. Ich hatte jetzt kurz gedacht, habe ich jetzt in der letzten Folge vielleicht eine angenommen. Aber nee, das hatten wir jetzt nicht. Aber okay, hier kriegen wir jetzt auch nicht die guten Sachen, die wir brauchen. Ja, egal, dann gehen wir zur Bank und geben das Geld eben hier ab. Banking. Deposit. 3, 4. 9, 3, 2. Und Enter. Ja, dann haben wir erstmal unsere 110.000 auf der Bank. Und dann reisen wir nochmal wieder zurück nach Daggerfall. Weil wir hier für die Drachengarde mal vielleicht noch ein paar Quests machen. Wir müssen jetzt nach Norden. Weil da kriegen wir die gute Ausrüstung. Beziehungsweise da kriegen wir ja im Gegensatz zu den anderen Gilden überhaupt Ausrüstung. Und vielleicht müssen wir das in mehreren Provinzen machen, dass wir dort dann auch vom Rang her aufsteigen und dann da auch immer nach und nach die gute Rüstung kriegen. Oder warte mal, wir könnten auch
Wir könnten eigentlich auch mal in der nächsten Folge oder so uns auf den Weg nach Vaerist machen oder so. Und da auch mal ein paar Quests erledigen. So, da müsste jetzt hier irgendwo... Wo war denn die Gilde? Da ist sie. Nein, das ist die falsche Gilde. Genau, da vorne ist sie. Bei der müssen wir rein. Und hier nochmal ein paar Quests machen. So, erstmal kurz warten. Hier 4 Stunden, weil die erst um 11 aufmachen. So. Dann holen wir uns hier nochmal eine Quest ab. Get Quest. So. Eternal Rest, Exorcism. Ja, komm. I am ending Yimsley, one of the local nobles, Utanik Wooding, has just gotten the deed to an abandoned piece of property. Too late, he found out it is haunted. Someone needs to go out and banish the ghost that haunts it. Are you willing to take up this quest? Yes. Utanik Wooding wants to begin rebuilding within 24 days. He has the deed to ruins of the Hawking farmstead, where you will find the spirit. Ja, okay, dann ab dahin. So. Feind. Hawk. Wing. Farmstead. So. Rules of the Hawk. Warte mal. Noch einmal gucken. Ruins, okay. Dann machen wir nochmal so. Ruins of the Hawking Farmstead. Genau. Da wollen wir hin. So, und einmal ein Save Game auf die 4. Und dann gehen wir hier wieder mal rein. Wir waren ja schon einmal hier. Okay, aber die Map ist nicht mehr aktuell. Hier gibt es wiederum nichts. Okay, das war ein neues Geräusch. Neues Monster. So, Werwolf gekillt, nice. Und was gibt's denn hier? Noch ein Werwolf. Ach da. Oh. So, okay. Viel gibt's hier nicht. Vielleicht irgendwo eine geheime Tür, die ich übersehen haben könnte. Sieht bisher noch nicht so danach aus. Ich glaube, viel zu holen werden wir hier nicht haben. Obwohl, es geht auch relativ weit runter. Okay, dann gehen wir mal hier. Komm, geh kaputt. So, und was gibt's hier? Okay. Jo, einmal hat er mich erwischt. Mithrildagger. Okay, aber... Nur weil es Mithril ist, heißt auch noch lange nicht, dass wir den Dolch dann nehmen. Wir brauchen eine bessere Waffe. Ich glaube, hier machen wir auch nochmal. Nein, hier drauf. Ein Safe Game. Ich wünschte, ich könnte hier die Waffen recyceln. Irgendwo vielleicht was übersehen? Nope. Ja, erstmal alles wieder looten. Dann gehen wir hier mal durch. Oh, hier geht es aber steil bergauf. Und dann hier. Ah?
Waren wir hier? So, den haben wir auch noch gekillt, oder die? Okay. Wir gehen erstmal hier rein. Dwarven Tanto. So, dann gleich nochmal den Ausgang suchen. Ach so, ist gleich hier. Ja, dann removen wir mal alles. Mit den Dingern habe ich keine Ahnung, was wir machen. Können wir das so usen? You cannot use this. Warum kann ich die nicht usen? Equippen? Remove? Okay. Weiß ich auch nicht. So recht. Komm, wir gehen mal hier hoch. Ein Orc Surgeon ist gestorben. Ah. Jo. Den Geist haben wir gekillt. Und unsere Magika ist leer. Aber das war unser Ziel. Okay, wo bekämpfen die sich? Oh. Das kleine Ding hat die alle gekillt. Was war denn das? Iron, okay. Auch erstmal alles mitnehmen. Das ging aber schnell. Das ging jetzt wirklich schnell. Aber dass die Spinne das alles gekillt hat? Krass. So. Mir fällt mir gar nicht, dass das einzige aus Mithril, was wir jetzt bekommen haben, seine Dolche war. Ja, aber wer weiß, vielleicht ein paar Quests und dann haben wir doch noch irgendwas anderes aus Mithril oder so. Da unten haben wir noch eine Tür übersehen. So, da geht's. Nochmal zum Wagen. Alles erstmal wieder removen. So, das kann weg. Und hier die Dinger auch weg. Dann machen wir jetzt nochmal ein Safe Game auf die 2. Ich glaube, Speicherstand 3 brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wo geht's am schnellsten runter? Wo war denn das? Da hinten, ne? Ja, für diese Dungeons, wo nur Untote sind und Werwölfe, sind wir schon ein bisschen overpowered. So, wo müssen wir jetzt hin? Den Weg haben wir auch noch gar nicht gemacht. Ach, das war ein Werbär. In diesem Gequietsche. Wo geht's denn hier hoch? Gibt es hier einen Geheimgang? Nope. So, wen gibt es hier? Auch niemanden. Hier gibt es jemanden. Okay, dann haben wir hier auch den Bereich schon durch. So. Und dann hier jetzt gleich geradeaus durch. Dann müssten wir da gleich irgendwo einen Weg haben. Okay, nicht hier, also
Hier vorne irgendwo. Ach. Wer hätte das gedacht? Und das war's dann jetzt hier, oder wie? Keine Geheimgänge mehr. Alles durch. Oh, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er so schnell geht. Und so wenig zu looten. Naja, egal. Dann gehen wir jetzt mal wieder hoch. Dann können wir uns aber eigentlich auf den Weg nach Wayrest machen. So, da haben wir schon den Ausgang. Und zurück nach Daggerfall hier. So. Da können wir gleich auch alles wieder verkaufen. Warte mal. Ja, okay. So. Genau, da ist dann die Taverne und da ist die Gilde. Achso, ja. Dann können wir erstmal verkaufen gehen. Anstatt dass wir jetzt da ewig warten davor, können wir eben verkaufen, Geld verdienen. Achso, hier müssen wir auch wahrscheinlich warten. Schauen wir mal, was offen hat von denen allen. Die haben definitiv offen. Nein, auch nicht. Aber die haben doch offen, oder? Ja, die haben offen. Dem kann ich verkaufen. So, die Dinger. Ja, okay. Die müssen aber auch offen haben. Ja, perfekt. Und mal schauen, was der hier hat. Ah, das gute Zeug auch nicht. Schöne Unterhose. Gut, dann verkaufen wir ihn mal. Was können wir dem verkaufen? Alles. Den würde ich gerne eigentlich recyceln und daraus dann so ein Ding machen. Aus Mithril. Aber naja. Wir werden noch wahrscheinlich andere Sachen aus Mithril bekommen. So, hat er offen? Okay, jetzt bleibt uns nichts anderes über, außer zu warten. Und hat der hier irgendwas? Gefällt mir gar nicht. So. Jo, jetzt gibt es wieder ordentlich Kohle. Geld verdienen ist echt einfach hier. Sobald man einen Wagen hat, kann man hier ordentlich Geld verdienen. Hier, da können wir doch auch noch was verkaufen. Irgendwas müssen wir doch haben, oder? Nein. Dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Laden. Das ist der hier. Der Laden bleibt uns noch, wo wir was verkaufen können. Dann gehen wir da auch mal hin. So, da wären wir auch schon. So, was können wir dem jetzt verkaufen? Wir hatten doch gerade noch was, oder? Okay, warte mal.
Was haben wir? Was wiegt denn jetzt so viel? Das Geld wieder oder was? Ist das wirklich das Geld, das so viel wiegt? Gehen wir mal lieber zur Bank und setzen das da ab. Oder nee, andere Idee. Wir nehmen einfach mal alles Geld, was wir auf der Bank haben, packen es auf unseren Wagen. Ah ne, erst einmal Quest abgeben. Bevor wir zur Bank gehen und alles in den Wagen packen, erstmal Quest. Und dann gehen wir damit nach Vayres drüber. Und fangen da mal an, mit den Hauptquests und so weiter weiterzumachen. Okay, erstmal wieder eine Stunde. So. Utinak Wooding will be quite pleased. He has even offered to dedicate a fountain in your name. Nice. Haben wir irgendwas an? Ne, wir haben keinen neuen Ruf. Okay. Von dem können wir nichts Neues bekommen, hä? Okay, schade. Dann können wir jetzt eben. So. Wagen und Gold. You have 6032 Gold. Please, how many? Ja, warte mal. 6032. Da sind sie. Dann schnappen wir mal all unser Geld und gehen nach Vayrest. Eigentlich hatte ich gedacht gehabt, der Dungeon würde jetzt Ewigkeiten brauchen. Und dass wir dann erst in der nächsten Folge dahin gehen. Aber nee, dann lass mal das jetzt machen. Withdraw 11, 0, 9, 9 und dann 6. Okay, wie viel können wir? Withdraw nochmal 30. 1000, das können wir. Und dann hier Wagen, Gold, nochmal 30.000. Da sind sie. Banking, Withdrawal, nochmal 30.000. So. Und so. Ach, die wiegen jetzt 165,08 Kilo. Okay, jetzt noch einmal. 30.000. So. Wagen, Gold. Nochmal so. Und jetzt nochmal den ganzen Rest mit Bro. 20.996. Enter. Jetzt haben wir hier auf der Bank 0. Und Wagen, Gold. 20.996. Haben wir 117.000 Goldstücke. Okay. So, wo haben wir Verest? Menevia, hier Verest. Find. Verest. Ist da unten. Okay. Ja. Gut, reisen wir dahin. You feel to need to handle innocent. Wir wissen, was das heißt. Einmal kurz böse sein. So, ich hoffe, das reicht. Beziehungsweise hier sind noch ein paar. Dann den hier auch noch. Und den. So. Genau. Spellbook.
Ich hoffe, das hat gereicht. Nein, hier. Nicht die Dialoge, sondern. Finished Quest. Ach so, das sind alle, die wir erledigt haben. Krass, dass das so. Okay. Wir müssen aber jetzt niemanden mehr jagen, oder? Ah, okay, die spawnen einfach jetzt direkt hier. Komm, wir machen sogar hier einen Speicherstand. So, wo könnte denn. Waren wir schon mal hier? Stimmt, wir waren schon mal hier. Hier sind wir noch ein Common Citizen, also noch ein unbeschriebener Bürger. Die haben hier noch keine Meinung über uns. So, wo geht's denn weiter? Und hier haben wir auch noch eine dunkle Bruderschaft. Immerhin. Das ist schön. So, genau. Doch, hier waren wir schon mal. Wir waren hier schon mal. Da haben wir das Königshaus. War es doch das, oder? In so einem Haus würde ich auch gern wohnen wollen. Also das ist schon kein Haus mehr, das ist ein Anwesen. So, jetzt lädt er eben ganz kurz. Ja, hier kann ich einfach so noch ganz normal rein. Genau. Ach so, hier, genau, stimmt. Barentia. By the Black Maw. Just what I need, what? Und dann hier. My cousin Victausa Yimsley has appealed to me for aid in a rather distasteful situation. It appears that there is a Temple of some variety being consecrated. If that's the proper phrase for these disgusting orcish activities, well, obviously we need to crush it while it's budding. I am willing to go as high as 742 gold. Can I count on your help, Max? Natürlich. Thank you in advance for this, Max. What I think would be the best use of your abilities is to infiltrate Ruins of Hearthfield Orchard and eliminate the so-called Shaman of the Temple. If we can kill it before assault in 30 days, what would make our job much easier? When the deed is done, report to my cousin's palace in Ventown. She's the one who's going to pay you for all this. Okay, wir haben eine neue Quest. Keine Ahnung, ob es mit der Hauptquest zu tun hat, aber die machen wir jetzt. So. Okay, wo müssen wir hin? Ruins of Hearthfield Orchard. Okay. Nein, ich habe jetzt C gedrückt gehabt. So. Und Find Ruins of Hearthfield Orchard. Okay, es gibt nur diese eine Ruine hier. So, Save Game auf die 4. Dann ist die Frage, wo können wir? Da können wir rein. Hier geht's rein. Und hier auch nochmal ein Save Game auf die 2. Ich merke gerade, was wir vergessen haben. Wir haben vergessen, unser Geld auf die Bank hier in Varys zu packen.
So. Oh. Die hat aber gutes Zeug dabei. Yo. Übertreib. Was ist denn das? Elfensaber, okay. Elfen, also Elfen sind schwächer als Dwarven. Das wissen wir. Ein Amboss, okay. So, ihr Scheiß nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, einmal können wir noch. Und dann müssen wir nochmal zum Ausgang. Alles einlagern. So, wo war nochmal der Ausgang? Hier war der. Okay, dann removen. Jo, unser Gold, das müssen wir irgendwo zwischenlagern. Also zu einer Bank gehen am besten oder so. Ah, okay, hier sind wir jetzt. Nice. Aber es hat hier nichts mit der Hauptstory zu tun. Ansonsten wäre die Musik anders. Okay, welches Monster sollen hier sein? Die wir da hören? Hier ist keine Geheimtür. Ist wahrscheinlich oben. Ist wahrscheinlich hier. Jo. Und nochmal sehr viel Gold. Jo. Erschreck mich nicht. Healer? Das war ein Healer. So. Dann nochmal ein Safe Game. Wie viel haben wir auf Tasche? Okay, ein bisschen Platz haben wir noch. Und dann gehen wir mal da rein. Hat er nicht mitgerechnet, hä? Jo, ich wollte schon sagen, warum treffen wir den nicht? Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Alles nochmal removen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Und hier noch ein bisschen. Und dann machen wir hier auch nochmal. So, haben wir irgendwo einen Geheimgang übersehen? Nee, das heißt dann nur noch unten. Oh, das haben wir übersehen. Das ist auch gut, wenn wir sowas übersehen. Oder das da? Den Weg sind wir noch gar nicht gegangen jetzt. So. Okay, gibt es hier eine Geheimtür? Irgendwo? Nope. Kann man nichts erkennen. Jetzt heißt es nur noch da unten. Die Tür und die da hinten. Ah, hier ist ja noch jemand. Und da ist auch noch einer. Monk. Okay, wir gehen aber trotzdem erstmal hier rein. Und Nimb ist gestorben. Jo.
Das war aber jetzt krass von dem. Okay, wir gehen noch mal kurz hoch. Unseren Loot wegschmeißen. So. Alles mal removen. Das weg. Und das alles weg. Dann noch mal hier kurz resten. Jo, und noch mal ein Safe Game. Und dann können wir noch mal runter. So. Die Tür fehlt. Jo. Schreck mich nicht. Jo. Was ist das? Den nutzen wir jetzt erstmal. Jo, so ein schwarz-blau, der ist nice. Ah, ich sehe da schon den Skelett. Hier, hilf mit. So. Danke für die Hilfe. Hier haben wir auch noch Loot. Jetzt dürfen wir noch mal hoch. Alles wieder einlagern. Na, das ist echt super mit mir. Weil ich jeden fucking Schatz mitnehmen muss. Weil ich hier auch so ein geldgeiler Wichser bin in so Spielen. So. Und hier. Alles mal removen. Jetzt haben wir zwei Sachen aus, ne, Adamantium und Mithril. Ich wollte kurz sagen, jetzt haben wir zwei Sachen aus Mithril, aber ne, wir haben immer noch einen. War das hier? Oder wo haben die aufgemacht? Aber ich habe so die Befürchtung, dass nachher noch in diesem Dungeon hier, da ist noch einer, unser Wagen voll ist oder voll wird, weil wir das ganze Geld hierhin mitgenommen haben, anstatt es auf einer Bank einzulagern. Boah. Die hat mich jetzt erschrocken. Was haben wir da mitgenommen? Chain und Silber. Ja, Mithril ist besser. Ist hier keine Geheimtür? Mal ganz kurz auf der Map gucken, ob da irgendwo eine Geheimtür sein könnte. Nope. Okay. Dann ist es halt so. Aber wir haben da ja noch zwei andere Türen, die wir noch durchgehen können. So. Müssen nur schnell genug sein. Keine Tür, keine Tür. Okay. Hier hat es sich echt gelohnt, hierhin zu gehen. Da haben wir noch jemanden. So, einmal kurz hoch, wieder alles einlagern. Weil wir wieder unnötig viel haben auf Tasche. Von wo kommen die Türgeräusche? So.
Wir gehen jetzt erstmal hier hin. So. Oh, die schmalen Statuen, die wieder viel wiegen. Noch ein Healer. Der muss aber richtig viel wert sein. Okay, hier war das nicht. Wahrscheinlich oben irgendwo. Was haben wir denn da? Toll! Inventar voll! Nein! Wieder nochmal rennen. Ah, wäre ich nicht so geldgeil in diesen Spielen. Wirklich. In jedem Videospiel bin ich geldgeil. So, viel Platz auf dem Karren haben wir auch nicht mehr. So viel können wir nicht mehr mitnehmen. So, jetzt eben ganz schnell das einsammeln, was da noch gefehlt hatte. Hier, den. Dann bleibt nur noch der eine Weg da nach oben. So. Komm, geh kaputt. Achso, da. Hör nicht so viel. So, oben sind die anderen. Sonst gibt es hier nichts mehr. Vielleicht einmal kurz das hier machen. Und nochmal ein Safe Game. Dann gehen wir jetzt hoch. Ich habe jetzt aber auch keine Ahnung, ob wir das Ziel erfüllt haben. Wir gehen erstmal unsere Taschen leeren. Bevor wir da wieder hingehen. Und ich lasse die dann da oben sich gegenseitig bekämpfen. Ja, Skelett Warrior ist wieder gestorben. Aua. Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Weil ich zu viel am Rennen bin, ne? Wahrscheinlich deswegen. Und hier. Alles mal wieder removen. So, hiervon kann ich nichts mehr da einlagern. Okay, dann wahrscheinlich nur noch Gold. Hier, mal schauen, 20. Funktioniert. Nochmal 20. So, machen wir mal 50. Your wagon could only hold... Okay, jetzt ist mein Wagen voll. Mehr werden wir nicht mehr tragen können. Ups. Ich habe vergessen, dass das steile Wand ist. Oder ein steiler Weg, eher gesagt. Hier waren wir. Hier waren wir schon. Dann ist er nur noch hier. Jo, konnten wir noch alles mitnehmen, aber... Hier ist eine Tür. Können von dem nichts mehr mitnehmen. Wir sind voll.
Ach nö, hier ist auch noch Gold. Wir müssen tatsächlich jetzt das erste Mal Sachen zurücklassen, obwohl wir einen Wagen haben. Ah, da, die Tür haben wir noch vergessen. Stimmt. Hier, stimmt, die Tür haben wir vergessen. Jo! Alles klar, zwei von denen. So. Das Gold nehmen wir noch mit. Immerhin. Können wir nichts mehr mitnehmen? Alles klar. Einmal kurz resten. Und dann heißt es für uns wieder zurück nach Verest, die Quest abgeben. So, ne, ich nicht hier, das hier runter. Und dann sehen wir zu, dass wir gleich mal hier so unseren Wagen in der Stadt. Wo war denn Verest? Das hier war doch, ne? Eastwood? Hier haben wir Verest. So, Save Game auf die 1. Was sagt die Uhr? 7:10 Uhr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!